Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play, der Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir hier uns ein bisschen weiter in Vanaboris umgeschaut und ja, sind ehrlich gesagt immer noch am Rätseln, wie wir hier jetzt weiterkommen sollen, weil es ist mit Abstand der komplexeste Dungeon bis jetzt und aber er gefällt mir wahnsinnig gut, muss ich sagen, und ich finde Vanaboris einfach großartig bis jetzt. So. Okay. So, was mache ich denn jetzt? So, wenn ich jetzt hier rausgehe. Hab ich nichts von. Oder wie? Nee, okay. Ja, warte mal. Jetzt. Aber daran ändert sich hier an der Gegebenheit nichts. Sondern hier. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich mir hier wieder aufmache. Dass sie überhaupt wieder gescheit reinkommen. Aha. Aha. Warte mal. So, jetzt schauen wir mal, dass der Stromkreis... Halt. Dass der Stromkreis... dann so bleibt. So. Weil dann habe ich den Stromkreis hier auf der Seite. Wenn ich das jetzt richtig sehe. So, was habe ich davon? Ist jetzt hier irgendwas? Nein. Jetzt habe ich halt den Stromkreis auf einer Seite. Und das bringt mir eigentlich nichts. So, irgendwo hier muss was sein. Wenn ich versuche, nach der Karte zu gehen. So, alle drehen, damit wir mit dem Stromkreis bleiben. Okay. Ja. Wie komme ich zu der Kiste da drüben hin? Hey.
Warte mal, das bedeutet jetzt, den hier einmal so drehen, damit ich an die Kiste rankomme. Drehen wir doch einfach alle gleich. So, wie komme ich jetzt an diese Kiste? Indem ich den... So. Noch weiter drehen. Yeah! Und jawohl. Okay. Und eine antike Achse, schön. Schön. Okay, hier muss aber irgendwo was sein, Alter. Das ist die... Nee, da war nicht die Karte, da war das Schild drin. Ich muss sagen, ich komme nicht weiter. Wenigstens nicht wirklich effektiv. Bam, 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 bam. Hey. Okay, hier muss aber irgendwo... Ey, was ist da? Muss ich da vielleicht einfach rüberfliegen? Geht es? Warte mal. Jetzt warten wir mal, bis das da wieder ist. So. Ist da wieder so eine Öffnung. So. Okay. So. Okay, okay. Aha. Okay, und jetzt? Oh, was haben wir denn da oben? Was haben wir denn da oben? Da oben ist das Teil. Wie komme ich denn da hin? Ja, indem ich mich einfach einmal drehe, oder? So müsste ich doch da hinkommen. So, wenn ich jetzt einmal eine Ehrenrunde drehe... Dann müsste das hoffentlich klappen. Sehe ich ja gleich. Nein. Wie komme ich denn dann da hoch? Ich cheate jetzt! So! Mir doch scheißegal!
Nächstes Kontrollsiegel. Meine Herren, hat nur 10 Minuten gedauert. Jetzt hast du nur noch 2 Kontrollsiegel vor dir. Behalte einen kühlen Kopf. Halt's Maul. Okay. Das nächste Kontrollsiegel. Hier muss noch irgendwo eins sein. Ich lasse das jetzt mal nochmal komplett rumlaufen. Aber wobei, warte mal. Habe ich einen Effekt? Nee, habe ich nicht. Ja, ich versuche das immer wieder, ich weiß. Das sagt mir jetzt aber auch nichts. Hier war ich jetzt auch noch nicht. Aha. Aha. So. Warte mal. So, dann muss aber der Strom hier drüben sein. Wenn ich das jetzt richtig deute. Ha. Ah, der ist ja dann da unten. Noch eins hoch. Aha. Aha. So. Du kommst mal darüber. So. Und jetzt gehst du so. Aua. So, kurze Heilung. Aha. Komme ich da oben jetzt? Was hat mir das jetzt gebracht? Aha. Aha. Nee, das geht nicht. Cheaten? Okay, mit Cheaten funktioniert's. So. Du ab ins Auge, Mann. Okay. Was laberst du? Gut. Gut, gut, gut. Ah, ich bin jetzt hier oben. Okay. So, wo führst denn du mich hin? Wo bin ich denn? So. Das Auge ist down. Sehr gut.
So, hier ist zugesperrt. Hey! Wo kommst du her? Okay, ich krieg das hin. Was habe ich denn jetzt davon, wenn ich hier drehe? Jetzt warte mal so. Ne, halt, der dreht sich jetzt in die Richtung. So? Jetzt müssen wir das mal kurz warten, dann müsste ja wieder Strom drauf sein. So. Aber ich habe nicht da, wo ich ihn haben will. Alle mal um eins drehen. Aha. Okay, jetzt kommt es wieder runter. Da ist eine Kiste. Was ist das da drüben? Schauen wir uns mal an. Ah! So. Was ist das? Das ist ein Elektrofritzel-Gedönsblitz, oder? So. Okay. Was hab ich davon? Wenn ich das jetzt hab. So. Du bleibst doch mal bitte kurz liegen. Okay. Muss ich das dann vielleicht hier benutzen? Schau mal, dass ich das da hinlege. Hier, zack. Aha! Aha! Aha, aha, aha. Sehr gut. Auge. Ah, da sehe ich was. Erstmal ein Kontrollpunkt. Nur noch ein Kontrollpunkt. So. Da ist eine Kiste. Fahr mich mal rüber. Vielen Dank. Oh, geil. So. Und hier ist schon wieder so ein neues Fritzelteil. Was mache ich jetzt mit diesem neuen Fritzelteil? Was muss ich damit fritzeln?
Okay, ich muss wahrscheinlich eins nach unten. Verdammte Scheiße, ist der kompliziert. So, fahr mal hoch. Oh, erstmal hier einen Schluck Kaffee. So, genau, jetzt komm wieder zu mir. Komm zu Papa. Jetzt fahren wir hier noch mit Fritzelteil. Fritzel-Fritzel-Gedönsteil nach unten. Ja, schaut doch schon mal gut aus. So. Jetzt bin ich da, wo ich vorher war. Effektiver nutzen. Warte mal. Warte mal. Ja, aber das bringt mir nichts. Wenn nur das hier an ist. Oder? Hey! Das habe ich nicht gesehen. Hier. Ja! Ja! Okay. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Okay, alles klar. Ich weiß, was ich tun muss. Ich verstehe schon. Ich weiß, was ich tun muss. Komm her. Ich muss wieder nach oben und da oben meine Fritzelblitzkugel holen. Und dann habe ich das letzte Siegel. Alter Verwalter, war der halt. Boah. Der war kompliziert. Heilige Scheiße. Alter, drüben ist es doch. So. Und dann? So aktivieren. Ja, das ist definitiv nicht die richtige Art. Aber das ist mir jetzt egal. Ich lasse mir meinen Triumph jetzt nicht nehmen. Hä? Oh, ich bin ja schon drüben. Ich lasse mir meinen Triumph jetzt nicht... Nein, 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 nein. Einfach nein. Einfach nur nein. Einfach nein. Nein. Warte mal, wie mache ich das jetzt? Okay. So. Oh, okay, geschafft. Hui. Meine Herren. So, komm mit runter. Komm zu Papa. So, und du stellst dich jetzt. Oder... Legst dich jetzt da drauf, genau. So. Die andere Kugel. Den Aufzug brauche ich gerade nicht. Die andere Kugel lege ich dann da drauf. Oh, danke. Oh. Kontrollsiegel sind aktiviert. Fahre jetzt noch die Steuerungseinheit wieder hoch. Ja. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte.
Da musst du jetzt hin. Aber sei weiter auf der Hut, ja? Danke. 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 Ich hab's geschafft. Wer hätte das gedacht? Ich hab es geschafft. Ich hab den Dungeon. Wer hätte das jetzt irgendwie noch für möglich gehalten? Hätte das überhaupt noch irgendjemand für möglich gehalten? Dass ich das noch schaffe? Niemand. Ich selbst auch nicht. So. Halt. Einfach hier runter, oder? Ja, genau. Oi, oi, oi. So. Da ist er. So, da ist unser Ziel. Das war zu weit. So. Mal weiter. Den Boss machen wir dann beim nächsten Mal. Alter, der Dungeon hat mir Probleme bereitet. Ey, hör mir auf. Alter, da muss ich noch eins. Der hat mir richtig Probleme bereitet. Oder ich habe mich einfach nur blöd angestellt. Und ich schätze mal eher Letzteres. Dass ich mich einfach richtig, richtig blöd angestellt habe. Aber, wenn ich das mal so sagen darf, das war von allen vier mit Abstand der beste. Das war der geilste Dungeon von allen vier. Hat mir total gefallen. Und ich freue mich auch jetzt schon auf den Boss. Und, ach, das wird toll. Ich freue mich, dass ich den Dungeon jetzt habe, ey. Es war eine harte Nummer, ey. Das war eine harte Nuss. Aber wie gesagt, also für mich definitiv von allen vier der beste Dungeon. Und geile Idee, hat richtig viel Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal klatschen wir dann hier noch schön den Boss an die Wand. Also gut, Leute, das war dann Let's Play der Legend of Zelda Breath of the Wild für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.